Also Polanyi ist ja Historiker, Sozialhistoriker, und er hat sich vor allen Dingen mit der Frage befasst, warum es eigentlich zum Auseinanderbrechen der Gesellschaften und letztlich auch der Weltwirtschaftsordnung bis hin zum Zweiten Weltkrieg in den 30er Jahren gekommen ist. Und sein Argument war, dass es im Wesentlichen, also der Laissez-faire-Liberalismus in den 20er Jahren war, der zu widersprüchlichen, krisenhaften Entwicklungen in den Gesellschaften geführt hat, die dann wiederum viele dazu veranlasst haben, gegen das Prinzip des sich selbst regulierenden Marktes nach Schutzmechanismen der Gesellschaft Ausschau zu halten. Und da gab es unterschiedliche Angebote, und die faschistische Welle war ein Angebot. Wenn man jetzt auf Polanyi zurückblickt, darf man aber gleichzeitig nicht sagen, das ist jetzt heute wieder so. Ja? Also, dass man einfach eine historische Analogie nimmt. Man sollte ihn als eine Inspiration lesen. Und die Globalisierungsdynamik seit den 80er Jahren hat sich enorm entfaltet, und auch die Idee, dass Märkte überlegen sind und dass sie möglichst unreguliert funktionieren müssen, wird ja von vielen propagiert. Und die Konsequenzen, die sozialen Verwerfungen auf den Arbeitsmärkten, in den Sozialsystemen, vermittelt dann und verstärkt nochmal über die Krise in Europa, über die Finanzkrise, Staatsschuldenkrise und die Austeritätspolitik. Und dann eben mit den entsprechenden arbeits- und sozialpolitischen Effekten hat natürlich die soziale Frage neu auf die Agenda gebracht. Und die wird auch, nicht nur von den Rechtspopulisten, aber auch verstärkt von den Rechtspopulisten in Verknüpfung mit einem nationalistischen Diskurs gestellt. Also die Idee des Cleavages geht im Unterschied zur Annahme einer Repräsentationslücke davon aus, also dass es nicht bloß die Verschiebung der Positionen von Volksparteien ist, die Lücken gelassen hat, die dann von den Rechtspopulisten oder in manchen Ländern vielleicht auch von eher linken, linkspopulistischen Parteien gefüllt werden, sondern die geht davon aus, dass sozusagen in der Struktur und Funktionsweise der Gesellschaften systematische Spaltungslinien sich artikulieren. Und der liberale oder auch neoliberale Kosmopolitismus in mancher Hinsicht, der nimmt die Globalisierungsdynamik auf, er umschließt aber auch andere Elemente. Es geht nicht bloß um die Deregulierung der Märkte und die Liberalisierung des Kapitalverkehrs und der Finanzmärkte, sondern es geht auch um institutionelle Gegebenheiten, um Verträge, also die Intensivierung des grenzüberschreitenden Wettbewerbs ist auch über regionale Integrationspunkte, über internationale Handelsverträge, Handels- und Investitionsverträge. Häufig sind Dienstleistungen berührt, also die dann auch viele nichttarifäre Handelshemmnisse umschließt, wird sozusagen damit umschrieben. Ja? Und auch viele Fragen von Good Governance, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit. Das ist sozusagen der eine, aus meiner Sicht sehr prägende Diskurs gewesen seit den 80er Jahren, und die Effekte, die dann diese Politiken hervorgerufen haben, indem sie sozial ausgrenzend gewesen sind, soziale Verwerfungen auch produziert haben, die führt dann zu eben diesem Gegenpol eines ethnonationalistischen Konzepts, was den Nationalstaat und die nationale Souveränität, also nicht eher sozusagen die demokratische Kontrolle, sondern die nationale Souveränität sehr stark ins Zentrum stellt, und das dann versucht, vor dem Hintergrund einer ethnisch relativ geschlossenen, homogenen Gemeinschaft in Anschlag zu bringen. Ja. Und das Problem ist, dass in diesem Spaltungsfeld die sozial integrativen Politikoptionen eigentlich nicht vorkommen. Also die eine Option ist sozial ausgrenzend, also die neoliberal-kosmopolitische, und die ethnonationale ist ethnisch ausgrenzend, also im Zeitalter einer multikulturellen Gesellschaft mit vielen Einwanderern, mit Minderheiten, mit unterschiedlichen sozialen Milieus ist so eine Politik natürlich sehr autoritär und wirkt massiv ausgrenzend. Also erstens denke ich mir, kommt es darauf an, das, was artikuliert wird durch die rechtspopulistischen Parteien, was sozusagen den realen Kern des ideologischen Diskurses ausmacht, das ernst zu nehmen. Also die Befürchtung vieler Menschen, also die Entwurzelung, die soziale Verunsicherung, die Prozesse einer unzureichenden Anerkennung im gesellschaftlichen Leben, auch in der öffentlichen Diskussion, in der Politik, das ist sozusagen wichtig, das anzuerkennen. Zweitens ist es aber wichtig, deutlich zu machen, selbst wenn man die Probleme anerkennt, dass man die Antworten, die gegeben werden,
aufgrund ihres ausgrenzenden Charakters, aufgrund ihres autoritären Charakters, ihres undemokratischen Charakters in vielen Punkten, dass man die nicht tolerieren kann und dass man sich auch nicht sozusagen an jeder Stelle in den offenen liberalen Disput mit solchen Kräften begibt, sondern schon auch deutlich macht, dass das Positionen sind, die eigentlich nicht tolerabel sind, zumindest von vielen Rechtspopulisten. Und das dritte Element besteht darin, sich schon wissenschaftlich, das betrifft jetzt vor allen Dingen die Wissenschaftler, sich damit auseinanderzusetzen, zu forschen, aber nicht zu sehr, wenn es darum geht, nach Antworten zu suchen auf die Vorschläge der Rechtspopulisten selbst und deren Position und deren mediale Profilierung zu schauen. Damit macht man sozusagen diese Kräfte nur noch stärker, als sie faktisch wirklich sind, was die Substanz ihrer Vorschläge anbetrifft, sondern substanziell Alternativangebote zu machen, die eben sozial integrativ wirken auf unterschiedlichen Ebenen. Im globalen Maßstab, vor allen Dingen im europäischen Kontext, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass auf nationaler Ebene sozial integrative Politiken möglich sind und die dann natürlich auch national und auch in der Region und auf der kommunalen Ebene umzusetzen. So, das wären holzschnittsartig die wichtigsten Elemente, die meines Erachtens wichtig sind, aus den Überlegungen von Polanyi und anderen Analysen herauszuziehen. Ich denke mir, dass es wichtig ist, analytisch daran zu gehen. Also, dass es klar ist, dass bei den meisten, die sich jetzt als Studierende oder als Doktoranden damit befassen, dass die natürlich auch eine normative Einstellung haben. Erkenntnisinteressen sind auch teilweise jenseits des wissenschaftlichen Diskurses durch politische und gesellschaftliche Fragestellungen bedingt, was ja auch wichtig ist. Dass es aber dann, wenn es um die Forschung geht, schon auch darauf ankommt, sich davon etwas freizumachen von den normativen Erwägungen und auch genauer zu schauen, was möchte ich eigentlich analysieren, welche Zusammenhänge sind besonders relevant und welche Dynamiken wirken da. Also die Ursachen und die Triebkräfte nüchtern zur Kenntnis zu nehmen und möglicherweise auch auf Entwicklungen zu stoßen, die einem normativ nicht so gefallen würden. Ja.